Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Banjo-Kazooie. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Stream-Aufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Oh shit, wo sind wir jetzt eigentlich lang gegangen? Waren wir jetzt hier? Ach ja, Wo kommen wir denn hier rein? Oder runter? Oh, zum Kessel. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farben, um eine Abkürzung zu schaffen. Okay. Wird gemacht, Chef. Erstmal ein paar Eier sammeln. Okay. Oder auch nicht. Oh Gott, die Eier sind aber auch wirklich... Okay. Naja, egal. 55 müssen reichen. Ja. Hoffe ich. Wobei bei meinem Skill brauche ich wahrscheinlich 300. War hier nicht noch irgendwas? Ich glaube, es kam später, ne? Ich glaube, da gab es so einen Schalter. Oh Gott, Hilfe. Geht's denn hier rein? In der Kanalisation? Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin schlecht. Okay, da hinten ist ein Eingang. Führt uns das hin. Rein da. Oh Gott. Schon zum Gülleloch. Machen Sie auf. So. Ich sehe halt gar nichts, ey. Die Kamera ist halt wirklich wieder bemerkenswert. Oh. Ein Mumbo-Schädel. Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Ah, ein anderer Kessel. War nicht dieselbe Farbe gewesen, ne? Das ist natürlich bitter. Ihr seid für mich ein rotes Tuch. Bald trifft euch der nächste Fluch. Okay. Sicher doch, Grundhilda. Sicher. Okay, mehr ist hier nicht. Außer ein Kessel und ein Mumbo-Schädel. Der uns in der nächsten Welt hoffentlich gute Dienste erweisen wird. Ups. Frechheit. Will er mir noch ein Leben rauben, ey. Oh, wie viel brauchen wir denn hier? Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. Ach man, die Sprüche sind einfach zu gut. Wo bin ich? Hilfe. Oh, wo geht's denn hier lang? Oder können wir da noch nichts machen? Na, wir schauen mal. Es ist ja nicht OOT, wo du irgendwie nur 2 Sekunden unter Wasser sein darfst. Zumindest am Anfang des Spiels. Gucken, wo wir hier landen. Okay. Ah. In einer Welt. Aber welche Welt ist das? Oh, fangen wir hier noch wieder Brandhilda. In der Hexenschule war ihr Spitzname Adlernase. Der Lieblingsgeruch der alten Wanzenranze ist stinkender Schwefel. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Grabsteingrau. Ich sehe schon, die Frau hat ganz komische Probleme. Da muss geholfen werden. Hier noch irgendwas? Okay, keine Ahnung. Ich gehe rein, bekomme nichts, gehe raus und krieg was? Hä? Okay. Na gut. Nehme ich. Oh. Es tut mich gar nicht stören, Totis Angstschreien zu hören. Ich
Was eine Schachtel, ey. Mit den blöden Kommentaren dazu. Na gut. Hier ist sonst nicht. Moment mal. Schade. Dachte, wir können vielleicht ein bisschen tricksen. Das, was ich gerne mache. Mich gegen das, gegen die Spielphysiken wehren. Blub. Hier in einem war noch mit. Oder wenn keins mit, weil die Steuerung unter Wasser wirklich frech ist. Wo kommen wir denn hier hin? Dun, 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 dun. Oh, hallo. Das schaffen wir. Wo kommen wir da hin? Oh, was haben wir hier? Federn. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was die gebracht haben. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Okay. Also nun, ey. Also für Kazooie ihre Flügkunste. Okay, hier ist sonst nichts. Schade. Kann ich vielleicht irgendwas Sonstiges machen? Ah, nee. Ups. Nee. Oh, so. Scheinbar nicht. Kann ich vielleicht in eins dieser Rohre ein Ei schießen? Oder Ei furzen? Oder auch nicht. Vielleicht nur das hier. Nein. Na gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht spielen. Okay, wie komme ich hier rein? Scheint zu sein. Na gut. Dann werden wir wohl erstmal das Puzzle finden müssen. Na gut, aber wenigstens wissen wir, wo hier potenziell eine Welt ist. Das dürfte sogar, glaube ich, Level Welt 2 sein. Packt mein Besen, haut euch um. Oder so. Kann ich eigentlich oben auch rein? Moment. Oder wo lande ich da? Ach nee, oh, guck mal, wir können auch oben hier rein. Kommen wir denn da hin? Lass mal schauen. Boah, ich meine, man kommt da noch gar nicht weiter. Oder? Weil uns, glaube ich, Sachen fehlen. Meine ich zumindest. Weil ich glaube, alleine da oben kommen wir auch gar nicht hin. Nee, ich weiß nicht, ob man da schon was machen kann. Wir gehen weiter. Oder zurück, besser gesagt. Schauen wir uns wahrscheinlich gleich wieder einen blöden Spruch von Grundhilde an. Wo waren wir denn noch nicht? Wir hatten noch einen Weg, den wir noch nicht erkundet haben. Gut, der bringt uns auch nichts, wenn wir... Diese Sprungplattform dient Kazooie zum Supersprung. Findet mich und ich verrate euch, wie es geht. Ah, guck mal, hier ist die Welt. Huch. Ups. Nein. Ja, ja, ja. Nee. Ja, mhm. Okay, Bottles. Ja, verstehe. Danke, Bottles. Da frage ich mich natürlich, ob man sich verbauen kann. Ja, wobei wahrscheinlich nicht.
Weil du wirst ja wahrscheinlich, also, kein Puzzleteil fertig bekommen. Ja, wobei, so eine dritte Welt, die kannst du bestimmt schon holen. Aber gut, dass die dritte Welt schon hier ist, die Frage. Oder kann man die wieder nur anderweitig erreichen? Das sind die Fragen, die man sich stellen sollte. Na, dann schauen wir uns doch mal Welt 2 an. Die Treasure Trove Cove. Oh ja. Yeah. Im Beach. Ahoi, willkommen an der Treasure Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Oh du Scheiße. Ja, und jetzt? Ja, denkst du auch, wer du bist, ne? Oh Gott! Nein! Aber warum will denn Kazooie nicht... Also... Gerade würde Kazooie auch nicht... oh Gott. Geh weg von mir! Du blöder Shark. Mehr will ich gar nicht. So, nur tank ich den. So, ciao. Blöder Hai. Hm. Ach, hier sind die Federn. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich den Move fürs Fliegen bekommen. Ganz klar. Okay, da werden wir nicht rankommen. Schade. Aber... Ah, stimmt so alles. Bonk. Richtig kassiert. Oh, ja, wie, was soll das denn? So, jetzt. Was bist du denn für einer? Das ist Nippers Strand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir ja sehen, Krustenhirn. Diesen frechen Vogel sollte man den Flügel stutzen. Ach ja? Versuche es, wenn du dich traust. Okay, was muss ich hier machen? Vielleicht schießen? Ups. Diese lächerlichen Eier können meinen Panzer nicht anhaben. Nimm das, du rotzfrecher Schnabeltier. Okay. Wahrscheinlich können wir doch noch nichts machen gegen ihn. Ja doch, vielleicht kann man ihn ins Auge ausstechen. Aber scheinbar nicht. Oder vielleicht später. Aber ich weiß es noch nicht. Was geht da? Oh Gott, da ist jemand fett am Wein. Oh Gott. So, so, ja. So, die holen wir uns auch gleich. Erstmal Bottles. Was hast du sagen, Bottles? Hey, Hühnerbein. Das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich, wurde aber auch Zeit, Würmerfreund. Es ist so leicht, dass sogar du, Vogelhirn, wirst das können. Stell dich auf eine blaue Flugplattform und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Oh, warum muss ich mich jetzt heilen? Soll das? Danke. Danke, Bottles. Danke, Bottles, aber nicht nötig. Ja. Ich liebe die Riskanz. Ist das überhaupt ein Wort? Das Risiko eher. So, was ist mit dir? Warum bist du am Flennen? Ahoi. Ran. Captain Webber. Ich habe einen Geister verloren. Als meine Schiffe auf diesem Land waren. Na, dann musst du jetzt wohl suchen, Blubberboy. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Schwimmen
wollte ihr einen alten Seebären nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Oh. Aua. Oh, Schmackofatz. Alter, die frisst ja alles von mir. Frechheit. Verzieh dich mal. Du Spinner. Okay, vielleicht können wir es auframmen. Oh. Achso, ja gut, vielleicht kommen wir... Nee, ist auch Schwachsinn. Hatte gehofft, dass man vielleicht... Oh. Aber so kommen wir rein. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt eure Badenhosen mitgenommen. Man kommt der Hai wahrscheinlich hier nicht rein, oder? Wäre schon echt lächerlich, wenn der wirklich da reinkommt. Ahoi, ihr beiden, ich bin Captain Blubbers. Sagenhafter Goldschatz. So, ach Gott, was ist diese... Also das Schwimmen ist wirklich Katastrophe. Aber auch nur, weil es halt unter Wasser echt invertiert ist. So, gib mir mal den Mumbo-Schädel. Und die Noten hätte ich auch gerne. Machen wir schön langsam, ansonsten schwimmt Kazui wieder irgendwo in uns hin. So, sehr gut. Haben wir die Seite zumindest schon mal. Die andere Seite werden wir wahrscheinlich auch nur... Ja. Nicht erreichen, weil da ist ja, glaube ich, kein Loch, oder? Oder ist da irgendwo ein Loch? Sieht aber nicht so aus, ne. Das heißt, sie kommen da anders lang. So, lass uns wieder raus hier. Ist vielleicht auf der anderen Seite auch so ein Ding? Oh, achso, ja, hier. Hast du meinen Schatz. Toll, das ist die erste Hälfte meines Schatzes. Jetzt haben wir auf hier zu flennen. Was soll denn das hier? Was sollen die Leute denken? So eine Lusch bist? Ah, Noten. Okay. Benjo hat andere Pläne vor. Kommt es eigentlich nur so vor oder hat Benjo, während dem Reden ein anderes Soundfile, als wenn er irgendwie Moves benutzt? Weil irgendwie wirken die halt anders. So, wollen wir überhaupt hin? Gibt's denn da oben Schönes? Ah, natürlich. Gehen wir erstmal da hoch. Da. Was gibt's denn hier oben? Stimmt, fliegen hätten wir auch können. Na, egal. Kommt dann später. Ups. Ich hab vergessen, wie man... okay. Ist der lebensmüde oder was? Hoch. So, meine Noten. Na komm. Die Steuerung ist wild. Versuch mal, vielleicht kriegen wir es. Ja, so zumindest. So, und jetzt war da unten, glaube ich, noch was, ne? Ein Eingang. Schauen wir uns den doch mal an. Wenn Benjo sich drehen würde, Hilfe. Wo sind wir denn hier? Hallo Krabbenvieh. Gibt es hier irgendwo einen Schalter oder müssen wir das jetzt anders lösen?
um das Wasser halt, ne? Loszuwerden. Oh Gott. Gaming-Gott, steh mir bei. Diese Steuerung. Bringt mich noch ins Grab. Oh, ich hasse invertierte Steuerung. Ich verstehe es nicht. Warum macht man sowas? Das ist doch nicht cool. Na gut. Müssen wir wohl erstmal vorher was machen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie das Wasser hier loswerden, um da irgendwas machen zu dürfen. Doch diesen komischen Krebs da befreien, der da eingesperrt ist. So. Da habe ich gerade eben schon so ein, was auch immer das gerade war, gesehen. Gucken, ob wir den bekommen. Ja, macht sich schon bemerkbar, ne? Aha, guck mal, ich hab den Move gar nicht gesehen. Huch. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimmt Kazooie das denn in die Hand? Ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Hey, du machst nicht... Ach Mann, ey, hör auf. Vor allem, weil ich ein Ding verloren habe. So, wo ist der jetzt? Hier, genau. Kann ich mit dir machen? Kann ich auch mit dir interagieren? Scheinbar nicht. Kann ich vielleicht ein, ach so, doch. Ich tropfe. Können Bär und Vogel mich mit einem Pfropfen stopfen? Oh Gott, ich glaube, ich weiß sogar, was es war. War eigentlich so blöde. Ja. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Danke. Sehr freundlich. Aber erstmal. Erstmal werde ich die Sachen holen. Weil hier sind. Komme ich darüber? Oh Gott. Schimmel, ich glaube ja, aber irgendwie. Genau, man konnte so ein bisschen cheaten. Weil er quasi das immer noch zählt, wenn du selbst wenn du runterfällst. Oh. Na, das ist jetzt blöd. Weg mit dir. Du mieses Vieh. Gibt's da drin was? Tatsächlich. Lass mich wieder raus. Danke. So, und die nächste, was hast du? Ah, Federn, okay. Gut, sind wir gerade voll. Aua. Pff. Sehr gut. Oh, haben wir denn hier noch? Ist da unten vielleicht irgendwas? Warte mal. Ah, tatsächlich, ein Leben. Aber, naja. Das ist immer noch so ein bescheuerter Hai, ne? Der uns ein bisschen blöd kommen will. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Du es nicht! Ich schmecke gar nicht. Oh. Banjo, bitte. Dann gehen wir halt erstmal dahin. Holen wir uns auch gleich die, die Leben wieder. Boing.
More, please, more. Wobei, so viel mehr können wir ja nicht tragen. Sind da zwei? What? Toll. Zwei Schädel wieder. Oh, habe ich da unten gerade was gesehen? Also eine Plattform, aber... Kann ich natürlich von hier nicht sehen. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich schwören kann, unter mir direkt ist eine Plattform. Sag mal. Ey. So. Oh Gott. Kann ich dir eigentlich so eine Bombe anbieten? Noch eine vielleicht? Ja, dieses Geräusch dazu auch, ne? Unbeschreiblich. Mal. Ne, treffe ich auch nicht. Okay. Naja, gut. Müssen wir wohl... Tauchen und hoffen, dass uns das Ding nicht blöd kommen will. Da ist doch bestimmt irgendwas, oder? Schön auf dem Grund? Ja, tatsächlich ein Puzzle. Ein Puzzleteil! Nice. Damit haben wir das erste in der Welt. Oh Gott. Okay, das ist mein Jinjo. Den holen wir uns natürlich auch gleich. Hast aber echt die beste Stelle gesucht, ne, Kumpel? Genau deswegen. Oh, nee, warte mal. So. Dann nochmal. Kann Benjo schleichen? Tatsächlich. Ja, so ein bisschen. Oh Gott. Es ist ja kein Schleichen, Benjo. Das ist eher Strampeln. Oder Stampfen. Vielleicht kriegen wir es ja mit dem Sprung. Mit dem gezielten Sprung. Oder einer Rolle. Okay. Keine Ahnung, wie ich den bekommen habe, aber ich hab ihn. Oh Gott. Aua. Sind die immer so aggressiv, die Viecher? Pass mal. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Ist das Spiel für euch zu schwer? Ich lache immer mehr und mehr. Oh nein, das Problem ist, wir müssen, glaube ich, alle Dinger wieder einsammeln, ne? Oh Gott. Oh nein. Oh, die Jinjos... Oh mein Gott. Und die Jinjos werden auch nicht gespeichert. Es wird da gar nichts gespeichert. Vielleicht das Puzzleteil. Oder? Komm, wenigstens das. Nicht mal das. Wobei doch, wir haben ja, glaube ich, zwei Puzzleteile haben wir ja bereits abgegeben. Was soll denn der Müll? Da nochmal alles. Wobei ich auch nicht weiß, wie man den hier besiegen soll. Hat er nicht gedacht, dass wir vielleicht irgendwas zielen müssen, aber... Ey. Muss ich vielleicht um ihn rum? Hat er hinten eine Schwachstelle? Also auf jeden Fall hat er hier einen Mumbo-Schädel. Kann ich vielleicht auf ihn rauf? Ah.
Komm jetzt. Sag's mal. Im Huhn fliegen können, muss die rote Feder eingesetzt werden. Achso, ja, um in Höhe gewinnen zu können. Ach, da ist ein Jinjo. Okay, erstmal. Ah. Das ist Grundrillas Besitz. Bedien dich, wenn du dich traust. Ich sehe es positiv, er kann mich nicht töten. Zumindest, Oh. Oh nein. Was macht der da? Kamera, bitte. Mann, ich wollte rollen. Ich wollte rollen, was soll denn das? Okay, das ist bescheuert, wirklich. Also, dass du auch alles verlierst, das ist halt wirklich blöde. Das nimmt so wie den Spielflow raus. Ich meine, klar, ja. Dass du von dem Hai auch jedes Mal eine gewischt bekommst, ne? Das ist halt auch so, ja. Okay. Dann fresse ich halt einen Hieb. Blödes Mistvieh, wirklich. Warum schon wieder nicht? Was soll denn das? Also. Oh, jetzt. Mein Gott. Also. Ne? Manchmal wird's aber frech. Wo ist da ein Durchgang? Oh, den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Oh. Oh, tatsächlich. Also, wir konnten schon beide Seiten holen. Ich dachte, ich muss irgendwas erst machen, damit das funktioniert. Mein Gott, ey, wirklich. So, danke. So, dann gib mir mal den Schatz. Wir müssen ja wieder beide einsammeln. So. Na dann, raus hier wieder. Dann holen wir mal kurz auf dem Schiff den restlichen. Musiknoten. Also, ich meine, ne, ich möchte mir jetzt auch nicht irgendwie rausreden, was ja für eine peinliche Leistung war. Diese Kameraführung ist halt auch wieder. Mein Gott, ey. Muss auch mal mitmachen. Ach, ist ja. Hab gar nicht gesehen, dass es wieder zu ist. Oh, dann wieder rein da. Na komm. Wenn denn. Jetzt schön den Boden ablecken. Weil anders kriegst du den Müll sowieso nicht. So. Dann haben wir auch beide. Wir werden hoffentlich ein Puzzleteil bekommen. Vielleicht ist er begründet, weißt du, dass du geheilt wirst. Weil einfach ist es definitiv nicht. Nein, Schatz. Ich kann es heilen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt dies als Belohnung. Boah, ich bin ja reich, reich. Ja. Mal, Benjo, wolltest du jetzt nicht den Schatz haben, oder? Ich verstehe, Benjo wollte erst die anderen Puzzleteile haben, die anderen Notblöcke. So. Erstmal Kamera anpassen, ansonsten. Also, was soll ich hier machen? So, jetzt habe ich, glaube ich, alle. Hoffe ich zumindest. Nein, bin schon runter mit dir. Das war eine weitere Folge Banjo-Kazooie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye-bye.